Leute, weiter geht's bei Stellar Blade. Heute gehen wir ins Ödland wahrscheinlich. Es gibt noch zwei Auftraggeber hier, die werden uns wahrscheinlich auch Missionen in Ödland geben. Oh. Denk nicht mal dran. Nein, denk nicht mal dran. Die gehört mir. Wie öde. Okay. Was? Kann man jetzt ihre Frisur verändern oder was? Weil das ist ein Friseur. Hey. Oh, du bist's. Was ist denn, Öde? Oh, das hast du wohl gehört. Verzeih, ich wollte dich nicht beleidigen, Engel. Ich will keine Entschuldigung. Ich will nur wissen, warum du das gesagt hast. Wo sind wir hier? Das ist mein Laden, Gwen Hair Salon. Ich bin Kasim, der Friseur. Friseur? Ich style dir die Haare, damit du dich selbstbewusster fühlst. Mhm. Dein Haar ist toll, voller Potenzial. Aber dieses Potenzial ist gerade noch verborgen. Das meinte ich mit öde. Ist das so? Also kannst du mein Haar weniger öde machen? Natürlich. Aber dafür fehlt mir gerade das richtige Werkzeug. Die Scavenger haben mich beklaut. Ohne meine Werkzeuge kann ich nicht arbeiten. Aber sie haben die wahrscheinlich einfach weggeworfen. Sie können die eh nicht gebrauchen. Weggeworfen? Aber wohin? Solche Dinge landen meist auf der Mülldeponie im Ödland. Okay, ich kann danach suchen. Im Gegenzug stylst du mir die Haare. Das klingt gut. Mir fehlen drei Sachen. Schere, Föhn und Glätteisen. Verstanden. Du weißt, wo ich bin, Engel. Okay. Okay, wir können nicht nur unsere Anzüge wechseln, wir können auch unsere Frisur wechseln. So, ist da eine Dose drin? Oder habe ich die schon benutzt? Okay, scheine ich schon benutzt zu haben. So, eine ist hier noch. Okay, die ist ziemlich deren Ausgang. Die führt uns wahrscheinlich auch ins Ödland. Ich finde es cool, dass angezeigt wird, hier man sieht sie, der ist weiß, der ist grün. Die grünen sind die Mission. Ich finde gut, dass das farblich markiert wird. Du musst der Engel sein. Entschuldige, hast du kurz Zeit? Was ist los? Ich will eigentlich keine Fremden in die Probleme der Sentinels involvieren, aber ich mache mir Sorgen um meine Kameraden und kann mir keinen Suchtrupp leisten. Was ist passiert? Wie du sicher weißt, sind Nativas unberechenbar. Neue Varianten sind kein großes Problem, solange wir damit umgehen können. Jetzt ist vor kurzem eine Variante im Ödland aufgetaucht, die wir ganz besonders im Auge behalten. Aber einer der Aufklärungstrupps ist noch nicht wieder zurückgekehrt. Eine neue Variante, sagst du? Ja, ein wirklich grauenhaftes Monster. Hals und Schultern haben sich komplett zu Waffen weiterentwickelt. Ich gebe dir die Koordinaten. In einer abgelegenen Ecke des Ödlands ist eine Ölspeicheranlage. Das Aufklärungsteam hat die Gegend dort bewacht. Also willst du, dass ich die Sentinels finde? Ja, danke. Okay. Ja, wir haben reichlich zu tun in Ödland. Nicht nur die Hauptquest, sondern einiges an Nebenquests. Aber da stolpern wir, weil ich ja mir alles gründlich angucken werde, so oder so drüber. So. Die Zelle hier aktivieren wir mal. So, der hat anscheinend schon was mit einer Nebenmission zu tun. Engel, du wirst nützliche Infos brauchen, wenn du außerhalb von Zion operierst. Wusstest du, dass in der Stadt eine Infohändlerin ist? Ja. Du solltest diese Person mal kennenlernen, trotz ihrer Persönlichkeit. Ich war bei dir schon. Hoppala, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich auf die Karte.
Ja, er meint Roxanne, aber mit der habe ich mich ja schon unterhalten. So, da haben wir das nächste Ziel. Ist das unter Wasser? Ja. Ist es das? Es war so lang unter Wasser. Ob es wohl noch funktioniert? Ich sollte mir das ansehen. 003, das verstößt gegen die Regel. Ich bin nur hier, um ihren Gemächer zu putzen. Shadow, ist das wirklich der einzige Grund, warum du in meinen Zimmern bist? Achso, das ist der Name, der das sagt. Ich verstehe nicht, ich bin nur ein humanoides Dienstmädchen. Ganz genau, 003, deshalb mag ich dich so. Dich und deinen starken Antrieb und deine filigranen Kabel. Was bedeutet das? Die Identifikationscodes passen. Achso, das ist was von dem schwarzen Brett. Nee, ich will nicht zurück. Mal gucken, ob wir hier unten noch mehr finden. So. Nein, so will ich das machen. Und das ist die Mission einfach. Ich finde das cool, dass ich jetzt eine Karte habe. Gibt es von dem ersten Gebiet dann bestimmt auch. Da kann man ja hin zurück. Die einsamen Dünen erstrecken sich bis zum Horizont. So eine weitläufige Landschaft habe ich noch nie gesehen. Und doch lauert in jeder Ecke Gefahr. Pass auf, wo du hintrittst. Wenn du einmal nicht aufpasst, segnest du das Zeitliche. So, ich habe die gescannten Koordinaten von Altus Levoir eingegeben. Los geht's. Wüstenlandschaft. Ich mag Wüsten in Videospielen. Das sieht immer sehr, sehr eindrucksvoll aus. So, jetzt lass mal gucken. Oh, mir wird das komplette Gebiet angezeigt. Nice. Was sind diese Zeichen? Erste Kunden, laufende Mission. Was ist das da? Schrottplatz. Aha. Okay, jetzt weiß ich, was mit semi-offen gemeint ist. Da kann ich auch lang, ne? Ja. Das ist ein Rastplatz. Den aktivieren wir erstmal. Lager hat keinen Strom. Was? Mal sehen. Es sieht aus, als würde das Lager primär aus Quellen in der Nähe Energie beziehen. Ist wohl ein Problem am Versorgungsnetz. Und was können wir da machen? Das wird schwierig. Außerhalb von Zion steht ein Solarturm, der die Einrichtungen dort mit Strom versorgt. Scheint ganz so, als gäbe es ein Problem mit dem Turm. Wir müssen da hin und nachsehen. Und vorher kann ich mich nicht ausruhen, oder was? Wo ist denn das? Ne, ist was anderes. Was ist das hier? Ah. Das ist der Turm, wo ich hin muss. Okay. Wir gehen erstmal dahin. Chris wird immer besessener. Soll ich Donna davon erzählen? Was, wenn es Donna verletzt? Donna hat mich angerufen und gesagt, sie will sich treffen. Ich sollte ihr wohl sagen, bevor es zu spät ist.
Das nenne ich mal eine dicke Sau. Ja, da ist dieser Turm, ne? Das müssen wir, denke ich, als erstes machen. Finde Donner, die in Ödland verschwunden ist. Wieso wird denn das immer noch angezeigt? Ach so. Die davor war das. Amanda, versuchst du etwa Chris zu verführen? Du sollst doch meine einzige Freundin sein. Du weißt genau, wie hart ich für dieses Glück gekämpft habe. Das kann ich dir nicht verzeihen. Ich bringe dich um, du Miststück. Oh. Wie traurig. Und nur wegen einem Missverständnis. Okay. Ah, da ist wieder... So, das wollte ich gar nicht machen. Oh, die Karte und der Scan ist fast ähnlich. Das ist... Da werde ich mich wahrscheinlich oft mit vertun. Es wurden zahlreiche Engel aus der Kolonie gesichtet. Was ist ihre Aufgabe? Phantasmus und Misstrauen sind zusätzlich. Sie muss standhaft bleiben und wachsam sein. Nach Angaben des Sentinels sind Engel aus der Kolonie herabgestiegen und wurden in der Nähe von Sion gesichtet. Im Laufe der Jahre haben sie zahlreiche Operationen durchgeführt. Dies ist jedoch das erste Mal, dass sie in der Umgebung von Sion aktiv waren. Engel sind angeblich übermenschliche Krieger, die allein erreichen, was zahlreiche Leute nicht schaffen können. Doch es gibt keine Daten über ihre früheren Gefechte. Manch einer ist der Ansicht, dass sie den Kreislauf von taktischen Erfolgen, von strategischen Misserfolgen wiederholen. Aha. Ah, da ist ein Gegner drin! What the hell? Als ob sie ihn das Schwert in den Hintern gestochen hat. Finde ich gut. So, ich muss ja schnellstmöglich zu den Turm dahin, ne? Deswegen sehe ich mich hier mal nicht so... Ich habe ja kein Lager zur Verfügung. Ich sehe mich mal noch nicht so ganz genau um, sondern gehe schnellstmöglich zu den Turm hin. Aua! So, die Frage ist, ja, ich müsste da hinkommen, ne? So wie es aussieht. Was ist das da eigentlich? Ah, das sind alles Punkte, die ich abklappern muss, ne? Von der Mission. Und wieder in den Hintern. Wie geil! Oh Mann! Wieso Kampf? Wo ist denn hier noch jemand? Ich bin nicht in Kampf. Ach doch, da hinten, da hat einer Wegfindungsprobleme. Du bist kein Feigling, red dir sowas nicht ein. Wenn du... das noch einmal sagst, trete ich dir in den Arsch.
Mach dir keine Vorwürfe, ein Scavenger wird man nicht über Nacht. Ausdauer, Infiltration, Überleben, Ökologie, Terrain, Taktiken und so viel mehr. Es gibt wirklich viel, was ein Scavenger so alles wissen muss, um da draußen zu überleben. Schau zu und lern was. Aber das Gute an diesem Gebiet finde ich, dass ich wahrscheinlich nicht so versteckte Sachen so schnell übersehe, weil hier diesen... Aua! Weil hier so hochklettern gibt es nicht wirklich was, würde ich mal sagen. Jedenfalls hier ein Anfang. Da ist der Turm. Oh, was geht hier? Das sieht ein wenig interessant aus. Dann sind wir hier wohl richtig. Abgeschlossen. Da drüben ist eine Drohne. Vielleicht kann sie uns sagen, was los ist. Piep, piep. Hallo, ich bin Service 001. Standarddienstdrohne. Maßnahme durch Administrator nötig. Fehler im Solarturm, Orca A091078CQ. Statusbericht, Neustart fehlgeschlagen. Abdeckung ist fehlerhaft. Maßnahme durch Administrator nötig. Fehler kann durch aktuelle Funktionen der Dienstdrohne nicht behoben werden. Stromzufuhr zu nahegelegenen Einrichtungen wird eingestellt. Update, Versorgungslager, Status inaktiv. Bestätigung durch Administrator nötig. Moment, ich verstehe nicht ganz, was das heißen soll. Meinst du, die Abdeckung des Solarturms ist kaputt? Tut mir leid. Dienstdrohne, Sprachausgabe beschränkt vorhanden. Abdeckung benötigt Bestätigung durch Administrator. Fehler so schnell wie möglich beheben. Ja, und wie behebe ich das jetzt? Abdeckung benötigt Bestätigung. Ja, 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 ja. Administrator. Okay. Maßnahme durch Administrator nötig. Wir gehen mal hier rein. Okay, damit kann ich nicht interagieren. Da stand auf jeden Fall abgeschlossen. Du bringst mich nach oben, nehme ich an, oder? Achso, da kann man klettern. Wenn ich den Sprung verkacke, falle ich tief. Aber ich will wieso nach oben? Da ist wieder einer, der mich... Nee, nee, nee. Der bringt mich nur nach unten wieder. Ja, man könnte meinen, ich bin in Horizon. Türme erklingen oder Assassin's Creed. Passt eigentlich auch. Aber Hauptsache, der Strom fließt wieder gleich. Oh, scheiße. Nicht verbocken, Eve. Du fällst tief, wenn du runterfällst. Ah, erstmal bedienen wir hier die Kiste. Ein Exospine war da drin. Systemfehler. Neustart gescheitert. Wenn du mir sagst, ich bin umsonst hier hochgeklettert. Problem mit dem Solarturm. Ach was? Systemfehler. Neustart gescheitert. Es gibt offenbar ein Problem mit dem Solarturm.
Nein, 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 nein! Oh, oh, nein, ich! Okay, ich lebe. Ich weiß auch noch nicht ganz, was ich hier machen soll, ne? Ja, unter Mission mal gucken. Neustart. Ja, ich soll nachsehen, steht da. Mache ich ja hier quasi. Das bringt mich einfach wieder nur nach unten. Ah, da ist eine Plattform. Fährt die hoch? Aber da lande ich doch wieder, wo ich schon mal war, ne? Ja. Das ist einfach nur, um wieder runterzukommen. Moment, warum ist da eine Scheibe? Ist das einfach nur, um wieder nach unten zu kommen? Oder komme ich dann da woanders hin? Ich denke mal, es ist einfach dazu da, um nach unten zu kommen. Wieder. Ja. Ja, ich weiß noch nicht wirklich, was ich hier tun soll. Also ich muss eben den Sprung verkackt haben. Da oben muss irgendwas sein, weil ich habe jetzt kurz aufgehängt, den Rest des Turms nochmal abgesucht. Nada. Man muss da hochkommen können. Ja, ich habe den Sprung einfach verkackt, ich Idiot. Warte mal. Was ist... Die Dienstdrohne steckt scheinbar unter den Trümmern fest. Vielen Dank, Administrator. Vielen Dank. Systemwartung kann jetzt fortgesetzt werden. Gut. Immerhin ist die Drohne intakt. Okay, jetzt müsste es ja dann... Eve, bitte nicht runterfallen. Jetzt müsste es ja dann funktionieren, oder? System wurde bereinigt. Neustart erfolgreich. Problem jetzt behoben? Ich sehe mal nach. Ja, sieht gut aus. So, da unten habe ich nämlich auch schon eins entdeckt. Hä, da war doch irgendwo eins. Sehe ich gleich bestimmt schon. Hier, da war es, genau. Nein, 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 nein! Was? Okay, man stirbt sogar instant. Ah, okay, man wird immer hier hingeportet. Okay, 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 okay. So, hier ist auf jeden Fall... ein Lager, was wir aktivieren können.
So, ich glaube, ich habe nichts, was ich hier reparieren kann. Ich habe einen neuen Explosiven gefunden. Was macht der eigentlich? Erhöht die kritische Trefferrate von Kombi-Angriffen der Stufe 4 oder höher. Ne, den habe ich gefunden. Oh, wenn ich jemanden per Backstab hole, wird 15% der maximalen Lebensenergie wiederhergestellt. Das ist eine coole Fähigkeit. So, dann lass mal hier jetzt... hier gucken. Hier ist ja eine Sackgasse. Dann können wir uns mal hier diesen Ort hier angucken. Früher habe ich gekämpft, um zu beschützen, was mir wichtig ist, aber es gibt nichts mehr, was mir wichtig ist. Alles und jeder ist tot. Ich habe nichts mehr, wofür es sich kämpfen lohnt. Es gibt keinen Grund mehr zu existieren. Ui, das ist aber hart. Oh, man könnte theoretisch hier runter, ne? Du kommst sogar nur... Da sind nur ein paar Kisten drauf. Das wollte ich nicht, ich wollte scannen. Ist halt ein Point of No Return dann, ne? Ah, da kann man klettern, so wie es aussieht. Das heißt, ich komme da auch von unten ran. Ja, ich bleib erstmal hier. Wir wollen uns ja alles ansehen hier in Ödland. So. Muss ich mit denen noch sprechen jetzt? Neustartsequenz des Solarturms abgeschlossen. Einrichtung wieder mit Strom versorgt. Status betriebsfähig. Vielen Dank an den Administrator. Bester Administrator. Administrator des Monats. Weißt du, was Administrator des Monats bedeutet? Dass du ganz toll bist. Bester Administrator ist Administrator des Monats. Solarturm Status normal. Sämtliche Funktionen wieder voll nutzbar. Wartungsarbeiten wieder aufgenommen. Klasse. Jetzt sollten wir das Lager wieder nutzen können. Diese Dinger, ich meine die Drohnen. Weißt du, wie lange sie den Turm schon beschützen? Das weiß ich nicht genau. Aber die machen bestimmt so lange weiter, bis sie keine Energie mehr haben. Ui, dafür gibt's SP. Und Sachen. Wenn man hier die ganzen Sachen in Ödland sich anguckt. Ja Leute, wir sind aber am Ende der Folge. Wir erkunden das Ödland dann weiter beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.